So, ihr Lieben, hier haben wir einen 4 cm großen Beckenschiefstand bei der jungen Dame. Darf ich fragen, wie alt du bist? 17. 17. Schaut euch das an, Fußknochen sind versetzt und das Becken ist schief. Bin ich erstmal sehr dankbar, dass du zu uns gekommen bist. Du hast mir gerade gesagt, der Arzt hätte gemeint, du hättest 1 cm Schiefstand. Einen halben Zentimeter, hat es gar nicht bemerkt. Das ist bedauerlich. Also das, was wir hier sehen, ist die Wahrheit und die Wirklichkeit. Und da leg dich mal bitte ab. Es ist ja alles nicht mehr lang so, weil wir sind ja hier. Im Liegen ist es ein Hauch besser. Wir sind ja hier zum Heilen da. Und ich freue mich, dass du da bist, Elina. Und dass wir dir jetzt helfen können. Aber ich will auch noch erklären, ich habe es eben schon mal gesagt, was ihr hier bei uns erlebt. Das ist die höchste Form der Selbstheilung, denn euer Körper kann das. Er braucht nur den Impuls und dafür ist der Geistheiler da. Er gibt den Heilimpuls und dein Körper setzt das alles in die Tat um. Wunderschön. Ich bin bei dir, ich begleite dich, Tanja hilft mit, ihr seid alle mit dem Auto gekommen, ihr habt das Navi an, euer Energiekörper ist teilweise dann nicht intakt und wir reparieren euch das auch gleich alles, reinigen euch und dabei erfüllt sich noch die Herstellung der göttlichen Ordnung. Und ihr Zuschauer könnt bitte mal die Hände so öffnen und einfach so halten. Die Energie kann man nämlich spüren, die sie jetzt erzeugt durch meine Impulsgabe. Und Elena, du kannst ja schon mal die Augen schließen und einfach mal alles loslassen. Auch wenn heute viele hier sind und du auch Zuschauer hast, du bist jetzt gerade der wichtigste Mensch hier auf diesem Planeten. Und ich gucke zu, ich bin hellsichtig, sehe, wie die Ströme, lichtvollen Ströme, weiß mit goldenen Fäden durchwoben, bei ihr ins Scheitelchakra einfließen. Das Sehzentrum, das Hörzentrum, die Drüsenfunktion wird alles schon korrigiert und neu sortiert mit der Schilddrüse in Übereinstimmung, die Thymusdrüse und auch die Bauchspeicheldrüse. Alles wird perfekt eingestellt, wie man sich die göttliche Ordnung vorstellt. Sie hat natürlich entsprechende Schiefe hier unten, mehrere Kurven in der Wirbelsäule, Skoliosen. Und dann kommen wir runter zum Becken. Das Becken darf sich jetzt einbetten, genau da, wo es hingehört. Wird auch versiegelt. Ich sage ja immer, einmal für immer ist die Begradigung durch uns hier. Gebe eine 100%ige Haltbarkeitsgarantie. Ihr könnt nie wieder schief werden. Und so sehe ich, wie die Oberschenkelhalsknochen reinrutschen und das Kniegelenk war ja so verdreht. Deshalb hat sie ja schon Belastungsschmerzen gehabt. Und ich brauche sie ja auch nicht berühren, weil ihr Körper macht ja alles selbst. Ich begleite nur die Energie. Kommt gucken, ihr Lieben. Einfach gucken kommen. Beinchen mal so ein bisschen auseinander. Schaut mal, ich schiebe das nur zusammen. Dieser schwere Zustand, den hast du jetzt besiegt. Was sagen denn meine Zuschauer? Deine Wirbelsäule ist perfekt gerade jetzt. Vielen Dank. Skoliose hast du auch keine mehr. Becken perfekt, Beine gleich lang. Das Knie hat sich völlig neu sortiert. Die Kniescheibe war zur Seite gerutscht, die Menisken waren verschoben. Das wäre jeden Tag noch schlimmer geworden. Ich bin froh, dass du da bist. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und derjenige und diejenigen, die jetzt das vielleicht erkennen und sehen, die sollten sich mal ganz schnell einen Termin holen, herkommen und retten lassen. Das machen wir nämlich auch. Danke. Gut. Sehr schön. Setz dich mal bitte auf. Guck bitte. Habt ihr gesehen, wie es im Sitzen war? So, wunderbar. Nochmal schön gerade hinsetzen. Perfekt auf einen Millimeter genau. Fußknochen sind gegenüber. Es ist alles in der göttlichen Ordnung. Sehr schön. So heilt der Geist.
Geistheilung ist die einzige Form, die wirklich funktioniert. Das müsst ihr einfach begreifen lernen. Und macht euch auf den Weg, mehr darüber zu erfahren. Die Menschheit ist schrecklich unwissend, was Geistheilung betrifft. Wir werden auch fälschlicherweise noch so dargestellt, als wären wir hier die Scharlatane, die Quacksalber, die Schwurbler, die Kurfuscher, Aluhutträger, die Abzocker. Das sollen wir auch noch sein. Dabei sind wir die Retter. Und es wird höchste Zeit, dass die Menschheit davon mehr erfährt. Aber immerhin hatten wir hier in Roth, in so kleinen Dörfchen, über 1 Million Besucher, denen wir helfen konnten. Also wir sind da. Gut. Ja, ich gratuliere dir natürlich. Jetzt erlaube ich dir sogar High Heels. Vorher hätte ich dir das nicht erlaubt. Gut dann. Danke, Ricardo.